Die Sprachklassen, die man typischerweise in der theoretischen Informatik betrachtet, bilden eine Hierarchie, ausgehend von großer bis hin zu kleiner Ausdrucksmächtigkeit. Zu dieser Hierarchie kann man auf der einen Seite gelangen, indem man bei Grammatiken die erlaubten Regeln, die in Produktionen vorkommen dürfen, immer weiter einschränkt. Die gleiche Hierarchie erhält man interessanterweise auch über die Automatenmodelle. Die Chomsky-Hierarchie ist benannt nach dem US-amerikanischen Linguisten Noam Chomsky. Die am wenigsten restriktive Klasse ist die Klasse der Chomsky-Null-Grammatiken. Generell sind ja Grammatiken vier Tupel. Wir haben auf der einen Seite eine Menge von Nicht-Terminalen, groß N, ein Alphabet Sigma, eine Menge von Produktionen an Staatssymbol S, wobei wir immer davon ausgehen, dass die Menge der Nicht-Terminale und die Menge der Terminale, dass die disjunkt sind, also kein gemeinsames Element besitzen. Und für die Chomsky-Null-Klasse an Grammatiken haben wir fast gar keine Einschränkungen. Eine kleine Einschränkung gibt es schon. Die Einschränkungen sind immer auf die Produktion bezogen. Das heißt, wir betrachten Produktionen einer solchen Form. Alpha wird ersetzt durch Beta. Und diese Einschränkung, die hier unten steht, sieht so ein bisschen unhandlich aus. Gucken die deswegen einmal genauer an. Auf der linken Seite das Alpha, das muss nach Definition aus einem String bestehen, der am Anfang eine Kombination aus Terminalen und Nicht-Terminalen hat, davon aber beliebig viele, es dürfen auch Null sein. Danach muss ein Nicht-Terminal kommen. Das heißt, in der linken Seite einer Produktion muss auf jeden Fall mindestens ein Nicht-Terminal stehen, sonst wäre es keine zulässige Produktion. Und dahinter dürfen dann wieder beliebige Kombinationen aus Terminalen oder Nicht-Terminalen kommen in dem Alpha. Das ist auch erlaubt. Hier darf es auch wieder das leere Wort sein. Wichtige Einschränkung, die man also bei den Chomsky-Null-Grammatiken hat, ist, dass auf der linken Seite tatsächlich ein Nicht-Terminal vorkommen muss. Für die rechte Seite der Produktion haben wir keine Einschränkung. Das darf ein beliebiger String aus Nicht-Terminalen oder aus Terminalen sein. Darf insbesondere auch das leere Wort sein. Und wenn man einmal definiert hat, was so eine Chomsky-Null-Grammatik ist, kann man auch sagen, was eine Chomsky-Null-Sprache ist. Und das läuft ganz einfach so, dass man sagt, eine Sprache ist Chomsky-Null, genau dann, wenn es eine Chomsky-Null-Grammatik gibt, die diese Sprache erzeugt. Gucken wir mal eine Beispielgrammatik an, hier auf der rechten Seite. In dieser Grammatik gibt es Produktionen, die wortverkürzend sind, zum Beispiel Produktionen wie hier, x geht über nach epsilon, bei dem ich das x durch das leere Wort ersetzen kann. Aber auch diese Produktion hier, xb, geht über nach x. Auch diese Produktion ist verkürzend und da kann ich einfach das b weglassen, wenn es in der Nähe eines x steht. Es gibt andere Produktionen, zum Beispiel hier diese Produktion, die erlaubt es mir, das groß b quasi über das klein b rüberzuziehen und dabei zu verdoppeln. Also da kann man sehr viel machen, mithilfe dieser allgemeinen Produktion. Und tatsächlich ist es so, dass die Chomsky-Null-Grammatiken auch äquivalent zu den Turing-Maschinen sind. Das heißt, ich kann auf der einen Seite zu jeder Chomsky-Null-Grammatik eine Turing-Maschine konstruieren, die die gleiche Sprache akzeptiert, und ich kann zu jeder Turing-Maschine auch eine Grammatik konstruieren, die quasi diese Turing-Maschine simuliert als Grammatik jetzt. Wenn Sie einmal Zeit und Lust haben, können Sie einmal probieren, was für eine Sprache Sie eigentlich hier mit dieser Beispielgrammatik erzeugen können. Wir gehen einen Schritt weiter an der Stelle und schränken die Grammatiken weiter ein. Die nächste Klasse ist die Klasse der Chomsky-1-Grammatiken bzw. der kontextsensitiven Grammatiken. Warum die Grammatiken kontextsensitiv heißen, wird auch sofort klar werden, wenn wir die Einschränkungen für die Produktion dieser Grammatikklasse angucken. Die Idee ist nämlich folgende. Wir verlangen, dass die Produktionen die Form haben, wie sie hier angegeben ist, also Alpha 1 groß A, Alpha 2 kann ersetzt werden durch Alpha 1 Beta Alpha 2. Wobei die Idee ist, dass man dieses A, das groß Nicht-Terminal A, dass man das ersetzt durch eine Zeichenkette Beta. Aber in diesem Falle muss der Kontext erhalten bleiben. Das heißt, wir gucken auf der linken Seite einmal den Kontext an, Alpha 1 und Alpha 2. Wir dürfen die Regel nur anwenden, wenn dieses Groß A in diesem Kontext von Alpha 1 und Alpha 2 auftritt und müssen dann aber bei der Ersetzung auch diesen Kontext beibehalten. Und deswegen heißen solche Regeln dann kontextsensitiv, weil sie eben den Kontext angucken, man diese Regel nur anwenden kann, wenn das Nicht-Terminal, was ich jetzt eigentlich ersetzen möchte, in einem bestimmten Kontext auftaucht. Eine wichtige weitere Einschränkung ist an der Stelle, dass das Beta, also
die Zeichenkette, durch die ich das A dann ersetze, das Groß A, die muss aus mindestens einem Zeichen bestehen. Die darf nicht das leere Wort sein. Das ist hier durch das Plus in der Definition festgelegt. Der Vorteil ist nämlich, oder der Effekt ist, dass deswegen die Produktionen niemals wortverkürzend sind. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Satzform abgeleitet habe, weiß ich, wenn ich weitere Regeln anwende, kann die Zeichenkette, die ich rausbekomme, nicht mehr kürzer werden. Sie kann höchstens noch länger werden. Und das wiederum hat später auch Auswirkungen auf die Entscheidbarkeit des Wortproblems. Gucken wir hier einmal auch da eine Beispielgrammatik an, auf der rechten Seite. Da haben wir so eine Grammatik und wenn Sie da so eine Produktion angucken, zum Beispiel diese hier, Groß CD wird ersetzt durch Groß C, Klein C, da ist es so, dass ich das Groß D durch ein Klein C ersetzen kann, aber nur, wenn es im Kontext von Groß C auftaucht, also wenn es rechts von dem großen C auftaucht. Nur dann kann ich diese Ersetzung machen. Oder analog hier. Diese Ersetzung CB geht über nach CD, die ersetzt quasi das B durch ein D, aber nur wenn ein C links davon steht. Auch hier an der Stelle können Sie einmal puzzeln und überlegen, was für eine Sprache durch diese Grammatik wohl erzeugt werden könnte. Hier gibt es auch ein äquivalentes Automatenmodell, das sind die sogenannten linear beschränkten Automaten. Die werden wir aber in Zukunft nicht mehr weiter groß angucken. An dieser Stelle gibt es noch ein kleines Problem bei der Definition. Und das Problem ist das leere Wort Epsilon. Nach der Definition, wie wir sie bis jetzt betrachtet haben, wäre es nicht möglich, in der Grammatik das Epsilon zu erzeugen, weil das Epsilon als leeres Wort wäre ja auf jeden Fall wortverkürzend, weil man ja mit dem Startsymbol groß S startet, was Länge 1 hat, und Epsilon hätte Länge 0. Demnach wäre das wortverkürzend keine erlaubte Produktion. Damit man aber trotzdem die Möglichkeit hat, Sprachen zu beschreiben mit Chomsky 1 Grammatiken, die das leere Wort enthalten, deshalb erlaubt man zusätzlich die Regel S geht über nach Epsilon als weitere Regel. Allerdings fordert man dann, dass das Startsymbol S, dass das nicht auf der rechten Seite einer Produktion vorkommen darf. Dann hat man diesen Sonderfall quasi per Hand ausgeschlossen. Und natürlich heißen auch die Sprachen Chomsky 1 oder kontextsensitiv, wenn es eine solche Grammatik gibt, die kontextsensitiv ist und die Sprache erzeugt. Gehen wir in der Hierarchie eine Stufe weiter zu den Chomsky 2 Grammatiken. Wir haben weitere Einschränkungen. Chomsky 2 Grammatiken sind die sogenannten kontextfreien Grammatiken. Warum die kontextfrei heißen, sieht man sofort. Die Produktionen, die erlaubt sind, müssen die Form haben, A geht über nach Beta. Das heißt, da ist jetzt eben kein Kontext mehr. Die Regel kann angewendet werden, unabhängig davon, welche Zeichen links oder rechts vorkommen. Wichtig ist, dass die einzige Einschränkung eben ist, dass auf der linken Seite der Produktion nur genau ein Nicht-Terminal steht und mehr nicht. Auf der rechten Seite darf dann irgendwas stehen. An dieser Stelle wundert es Sie vielleicht, dass prinzipiell hier also auch ein Epsilon auf der rechten Seite erlaubt wäre, was eigentlich nicht in Chomsky 1 Grammatiken zum Beispiel erlaubt ist. Man kann aber zeigen, dass man eine solche Produktion eliminieren könnte, ohne dass sich die Sprache ändert. Deshalb ist es an dieser Stelle erlaubt und wir können da etwas großzügiger sein. Typische Beispielgrammatik sehen Sie hier auf der rechten Seite. Das ist eine Grammatik für A auch N, B auch N. Auch zu dieser Sprachklasse gibt es ein äquivalentes Automatenmodell. Das sind die sogenannten Kellerautomaten, die einen Stack haben, auf dem Sie Werte zwischenspeichern können. Diese Sprachklasse selber hat sehr viele Anwendungen, weil zum Beispiel quasi jede Programmiersprache, die Sie so kennen, hat eine Syntax, die definiert ist durch eine Grammatik, durch eine Chomsky 2 Grammatik. Zum Beispiel Java oder C, die haben alle eine formale Grammatik, die beschreiben, was ein gültiges, syntaktisch korrektes Java oder C-Programm ist. Und der Compiler würde als ersten Schritt prüfen, ob das überhaupt ein syntaktisch korrektes Programm ist. Und hier braucht man an der Stelle Grammatiken. Dafür gibt es auch eigene Tools, die quasi eine Grammatik als Eingabe bekommen und dann eine solche automatische Prüfung quasi implementieren können. Das sind sogenannte Parser-Generatoren. Typische Tools sind zum Beispiel Antela oder Yak. Antela ist sehr modern und für Java. Yak ist so ein bisschen älter, sehr klassisches Tool. Machen wir noch einen Schritt weiter zur letzten und restriktivsten Klasse, zur Klasse der sogenannten Chomsky-3-Grammatiken. Chomsky-3-Grammatiken heißen auch rechtslinear. Bei den rechtslinearen Grammatiken sind nur noch drei Arten von Produktionen überhaupt erlaubt. Die erste Art ist eine Produktion vom Typ, ich ersetze ein Nicht-Terminal genau durch
ein Terminal gefolgt von einem Nicht-Terminal. Das Nicht-Terminal steht hier auf der rechten Seite. Das ist der Grund, warum die Produktion rechtslinear heißt, weil eben das Nicht-Terminal rechts steht. Zweiter erlaubte Produktionstyp ist der Typ, ich ersetze ein Nicht-Terminal durch ein Terminal. Und ganz am Ende ist es auch erlaubt, dass ich ein Nicht-Terminal ersetze durch das leere Wort. Auch hier sehen wir ein Beispiel auf der rechten Seite. Das ist jetzt eine Grammatik, die erzeugt alle Wörter, die nur aus As bestehen. Also beliebig lange Kette von As. Weil ich einmal das S durch AS ersetzen kann, damit kann ich beliebig viele As erzeugen. Wenn ich irgendwann durch bin, dann ersetze ich das S durch Epsilon und habe mein Wort hergestellt. Hier an der Stelle sieht man schon, dass diese Regeln, diese rechtslinearen Regeln, dass die sehr ähnlich aussehen zu den Transitionen in endlichen Automaten. Und das ist kein Zufall, tatsächlich sind die endlichen Automaten das äquivalente Berechnungsmodell dafür. Also jedem endlichen Automaten gibt es eine rechtslineare Grammatik und umgekehrt. Und entsprechend äquivalent dazu sind dann auch die regulären Ausdrücke. Die Chomsky-3-Sprachen sind deswegen auch entsprechend die regulären Sprachen, weil eine Sprache soll Chomsky 3 wieder heißen, wenn es eine Grammatik dafür gibt, die diese Sprache erzeugt. Und das ist eben genau für die regulären Sprachen der Fall. Typischerweise wird diese Sprachklasse weniger durch Grammatiken beschrieben, sondern viel häufiger durch endliche Automaten reguläre Ausdrücke. Da wiederum sind die aber sehr relevant für die Anwendung. Sie haben in Programmiersprachen reguläre Ausdrücke oder zum Beispiel auch auf der Kommandozeile. Da wir bei der Bildung der verschiedenen Chomsky-Klassen die Produktion immer weiter eingeschränkt haben. Deswegen ist es klar, dass die Chomsky-Klassen eine Hierarchie bilden. Ganz in der Mitte ist die Klasse der Chomsky-3-Sprachen. Die Sprachen bilden dann natürlich auch eine Hierarchie. Ist die Klasse der Chomsky-3-Sprachen, also der regulären Sprachen, die man entsprechend durch rechtslineare Grammatiken, endliche Automaten oder reguläre Ausdrücke beschreiben kann. Drumherum liegen dann die kontextfreien Sprachen, die man eben durch kontextfreie Grammatiken oder Kellerautomaten beschreiben kann. Drumherum, da liegen dann die kontextsensitiven Sprachen, die Chomsky-1-Sprachen, deren Automatenmodell waren die linear beschränkten Automaten, die wir nicht weiter angucken werden. Und ganz außen drumherum liegen die Chomsky-0-Sprachen, die eben auch die Turing-akzeptierbaren Sprachen sind.